Ein Third-Person-Shooter-MMO, ein riesiges dystopisches San Francisco, massig dynamische Events à la Guild Wars 2 oder Rift und eine TV-Serie, welche das Spiel beeinflusst und umgekehrt. Ja, Defiance, das neue MMO von Tryon, hat das Potenzial zum nächsten großen Ding im MMO- und Lizenzspielebereich. Zudem ist es das erste richtige MMO auf den Konsolen. Während die Serie auf dem Pay-TV-Sender Sci-Fi erst am 16. April gestartet ist, konnte man sich schon seit dem 2. April im Spiel austoben und Archenfälle jagen. Wir haben uns nun eine Weile durch die erste Staffel geballert und geben unsere Meinung zum Hybriden ab. Im Jahre 2015 sind die sogenannten Votan auf unseren Planeten gekommen, da ihr Sonnensystem vor mehr als 5000 Jahren unterging. Doch die Angst der Menschen hat eine Kooperation verhindert und einen Krieg zwischen den Menschen und den Votan ausgelöst, welcher 15 Jahre lang ging bis zur Schlacht von Defiance im Dezember 2030, welche dafür gesorgt hat, dass es doch noch zu einem friedlichen Leben zwischen den Menschen und den Votan kommen konnte. Doch bis dahin hatte sich die Erde durch Terraformer, welche durch den Absturz der Archen im Januar 2030 aktiviert wurden, in einen komplett neuen Planeten verwandelt. In genau diese Welt schmeißt uns Defiance rein. Die Geschichte des Spiels spielt nun im Jahre 2038, setzt zwei Wochen vor der Serie an und beginnt erstmal harmlos. Als ein frisch gebackener Archenjäger machen wir uns mit dem Wichtig-Tour und Möchtegern-Schürzenjäger Karl von Bach, der geniale Wissenschaftler, der die Zukunft der Technik in der Hand hat, auf dem Weg zur San Francisco Bay Area. Der Grund? Von Bach hat einen Archenkern gefunden, wodurch er die Erde per Terraformer wieder normal machen will und dann als ihr Held gefeiert werden möchte. Zufälligerweise befindet sich ein Terraformer in San Francisco. Jedoch fehlt ihm die dazugehörige Zelle, die man braucht, um den Terraformer zu starten. Und da kommen wir ins Spiel als Archenjäger. Dabei treffen wir auf die beiden Hauptfiguren der Serie, Nolan und Irisha. Alles noch ganz nett und ruhig. Doch dann wird das Schiff kurz vorm Ziel angegriffen und wir können nur ganz knapp einer Explosion entkommen. Nun sind wir also mehr oder weniger in der Bay Area gestrandet und müssen uns zurechtfinden. Soweit die Grundsituation. Die Handlung um Karl von Bach, der Bay Area und den Archenkern führt uns nun etappenweise von der Absturzstelle im Norden der Karte bis nach San Francisco im Süden und mündet in einem gut inszenierten Bosskampf. Jedoch ist die Handlung schon nach ca. 7 Stunden durch und hat nicht so viel Inhalt oder gar Plot-Twists zu bieten. Dazu gab es noch die Episodenmission. Diese 4 Missionen lange Nebenhandlung ging nur bis zum Start der Serie und erklärte einige Details, welche den Anfang der Serie betreffen. Generell sollte man Serie und Spiel im Auge behalten, denn das Spiel gibt nur sehr wenig Aufschluss über die Welt und was mitunter die Religion und Kulturen der anderen Rassen sind. Es gibt zwar Audiologs, aber die sind ziemlich schwer versteckt und sind auch nicht gerade aufschlussreich. Es wäre besser gewesen, wenn es nach jeder Mission ein Audiolog gibt, wo auch was erklärt wird. Muss nicht in allen sein, aber in ein paar wäre es schön gewesen. Ein interessanter Schritt ist die Verknüpfung zwischen Serie und Spiel. So wirken sich erstmal Ereignisse der Serie aufs Spiel aus. Wenn also in der Serie Feiertag bezüglich des Waffenstillstands ist, wird dieser auch im Spiel gefeiert und mit neuen Spielzielen verknüpft. Aber mit Auswirkungen des Spiels auf die Serie können wir wahrscheinlich erst bei der zweiten Staffel rechnen, da die erste Staffel schon abgedreht ist. Aus weiter Entfernung sieht Defiance ja durchaus nett aus und erwischt man einen glücklichen Kamerawinkel, erweckt das Spiel sogar den Charme eines Borderlands. Zu 99% der Spielzeit wollten meine Augen allerdings doch lieber weinen. Gruselige Texturen, wohin man guckt, Bewegungsanimationen, die selbst von Knete getoppt werden und Wasser sah schon in Morrowind besser aus. Dazu dieses stark minimalistische Mimikspiel. Schlimmer ist dann eigentlich nur noch der Fakt, dass es so gut wie gar keine Grafikoptionen im Spiel gibt. Ganze 3 An-, Aus- und natürlich Auflösungsoptionen stehen zur Verfügung. Technisch rechtfertigt sich der Preis von 50 Euro also nicht im geringsten. Sollte man über diesen Schock hinweggekommen sein und nicht panisch weggerannt, erwartet einen dann ein recht solides Gameplay. Das Spiel handelt sich wie Borderlands als ein Third-Person-Shooter-MMO. Man findet Waffen, viele Waffen. Auch wenn es nicht die Dimension eines Borderlands annimmt, gibt es schon einiges an Zeug zu finden. Zudem gibt es neben den konventionellen Waffen auch noch 2 Eigenkreationen. Infektoren und BMGs. Nicht zu verwechseln mit der BFG.
Während die Infektoren Insekteneier auf die Gegner legen und diese später platzen lassen, sind die BMGs hauptsächlich dafür da, andere Spieler zu heilen. Dazu gibt es noch Unterkategorien bei den Waffen und jeder Waffentyp sowie die Waffe selbst leveln eigenständig auf. Dadurch macht man sich automatisch Gedanken darüber, auf welche Waffen man sich konzentrieren will. So groß die Waffenvielfalt ist, so klein ist das Inventar. Zwar gibt es mit bestimmten Levelaufstiegen mehr Plätze, aber trotzdem muss man sehr stark überlegen, welche Sachen man nun mitnimmt. Eine Bank sucht man vergeblich und so bleibt einem nichts anderes übrig, als unnötige Waffen und überschüssige Modteile zu verkaufen. Was die KI angeht, nun, bei der zählt eher Quantität statt Qualität. Was sie nicht durch ihr Können hinkriegen, machen sie durch ihre Masse wett. Sollte man also durch die Gegnermassen sterben, hat man drei Optionen. Entweder am nächsten Extraktionspunkt respawnen und dadurch etwas Geld verlieren, sich selbst wiederbeleben und dann 5 Minuten warten, bis man sich wieder wiederbeleben kann, oder darauf warten, dass ein Mitspieler einen wiederbelebt. Um effektiv zu verhindern, dass man überhaupt stirbt, gibt es 4 Fähigkeiten. Tarnung macht einen für 15 Sekunden unsichtbar und lädt die Schilde wieder auf. Köder lässt die KI-Gegner eine Hologrammversion vom Spieler angreifen. PvP beschränkt sich der Effekt natürlich lediglich auf ein wenig Verwirrung. Überladung macht die Waffen für 10 Sekunden durchschlagskräftiger, wodurch man mehr Schaden anrichtet. Und der bionische Sprint lässt einen schneller laufen und verstärkt die Nahkampfangriffe. Alle Fähigkeiten werden in einem kurzen Tutorial vorgestellt und können ausprobiert werden, um zu sehen, welche Fähigkeit am besten zum eigenen Spielstil passt. Dazu gibt es noch Perks, welche einen noch weitere Boni verleihen, wie zum Beispiel mehr Schaden mit einem Schuss in den Rücken oder Gesundheitsregeneration. Mit der Zeit kann man bis zu 9 Perks aktiv ausrüsten, aber selbst wir haben noch nicht das dazu benötigte Level erreicht. Wer nun nicht genug Zeit hat, in der Hitze der Schlacht zum Wechseln der Perks oder der Waffen ins Inventar zu gehen, kann bis zu 5 Loadouts vorbereiten, wo man Waffen, Perks, Schilde, Fahrzeuge und Klamotten austauschen kann. So kann man zum Beispiel, wie hier, schnell vom Sturmgewehr und Schrotflinte auf Raketenwerfer und Sprengzünder wechseln. Die Klamotten haben dabei nur einen kosmetischen Wert. Sie ändern nichts an den Fähigkeiten und haben an sich auch keinen spielerischen Nutzen. Sie sind nur dazu da, um den Spieler unterschiedlich aussehen zu lassen und den In-Game-Shop zu füllen. In-Game-Shop? Richtig, denn auch wenn es kein Abo-Modell in Defiance gibt, kann man auch noch locker nach dem Kauf Geld fürs Spiel ausgeben. Dabei muss man aber kein Pay-to-Win-Modell befürchten, denn im Shop gibt es neben XP-Boost und einer alternativen Währung nur kosmetische Gegenstände wie Klamotten und Fahrzeuglackierungen zu erwerben. Man muss also wirklich kein Geld ausgeben. Der Sound schwankt ein wenig zwischen Genie und Wahnsinn. Während einige Stücke des Soundtracks wirklich schön und gelungen sind, werden andere schnell monoton und redundant. Die Waffen klingen allesamt nach Plastikspielzeug und hinterlassen zusammen mit der Sprachausgabe oft einen lächerlichen Eindruck. Manchmal sind die Stimmen schlecht gewählt. Manchmal gibt es überschneidende Tonspuren bei ein und demselben Charakter. Dunkle Materie ist schon furchtbar, aber mein Bruder ist unnachgiebig. Sowie plötzlich wechselnde Stimmen. Ein paar Raiders haben sie mir geklaut. Und ich will sie wieder haben. Es geht um den Libera Nova Edelstein. Er bedeutet mir sehr viel. Er ist ein Kulturgut. Und obendrauf ist manchmal der Tonfall schlicht verkehrt. Los Leute, ihr seid fertig in 5. Wir hätten gerne zugunsten der Atmosphäre die englische Sprachversion empfohlen, doch die ist auch nicht so wirklich besser. No one should be allowed to hold that kind of power. Too much for one man. Ask the few of us that survived the Battle of Defiance. I can assure you my intentions are never to repeat that massacre. Wenn einmal alle Missionen abgehandelt sind und man gerade keine Lust auf einen Archefall, eine Notfallmission, Amokläufe, Time Trials oder dem Helfen anderer Spieler in ihren Hauptmissionen hat, gibt es noch die MMO-Klassiker Instanzen und PvP. Jedoch bieten diese auch nicht wirklich viel Inhalt. So gibt es gerade mal 7 Instanzen, welche man nur mit maximal 3 Kollegen spielen kann und 2 PvP-Karten für unser Ego-Level. Dafür hat jede Instanz einen netten Aufbau zu bieten und jeweils einen neuen Bossgegner, die man immer anders besiegen muss. Die 2 PvP-Karten unterscheiden sich immens voneinander. So spielt die eine Karte an einem Pier mit 2 Türmen als Sniper-Möglichkeit und die andere bei einem Observatorium auf stark terraformiertem Boden. Eine Schippe drauflegen erst die sogenannten Schattenmissionen. Das sind 48 gegen 48 oder 64 gegen 64 Spielerpartien, die in der Spielwelt stattfinden. In den Schattenmissionen wird Eroberung gespielt, wobei sich die Anzahl der Eroberungspunkte an die Anzahl der Spieler, die gerade teilnehmen, anpasst.
Außerdem gibt es Fahrzeuge für jeden, welche auch nötig sind für die großen Gebiete. Der Modus ist eigentlich eins der besten Elemente im ganzen Spiel und ich würde mich freuen, es öfter zu sehen. Bei den Partien zeigte sich außerdem, welche Ego-Fähigkeiten und welche Waffen im Vorteil sind. So spielen sehr viele Leute entweder mit Tarnung oder Köder, zudem ist eine Tendenz zur Schrotflinte als meistgenutzte Waffe zu sehen. Hier sollte Trier noch etwas am Balancing arbeiten. Fazit: Das Spiel macht ziemlich Laune. Auch wenn es nicht wirklich einen immensen Inhalt hat, ist der Inhalt, den es gerade gibt, recht spaßig. Jedoch gibt es immer wieder hier und da Macken, die das Erlebnis trüben und an zahlreichen Stellen will man es einfach nicht glauben, dass es ein Vollpreistitel ist. Zudem müssen wir erst auf die zweite Staffel warten, um zu sehen, inwiefern die Serie vom Spiel beeinflusst wird. Aber Fakt ist, wenn man den kleinen Anfangsschock überwunden hat und sich wirklich auf das Spiel einlässt, bekommt man einen netten Titel mit einer halbwegs guten Handlung, netten Charakteren und einem durchaus motivierenden Gameplay plus interessantem PvP-Ansatz in Form der Schattenmission. Wir werden das Spiel noch etwas im Auge behalten und werden bei der zweiten Staffel für einen Kontrollbesuch das Spiel wieder unter die Lupe nehmen und sehen, inwiefern sich Serie und Spiel aufeinander auswirken. Bis dorthin können wir aber sagen, dass es sich jetzt schon lohnt, einen Blick in das Spiel zu werfen, wenn man ein Fan der Serie und des Settings ist. Alle anderen potenziellen Archenjäger sollten erstmal etwas warten, bis der Preis gesunken ist. Mehr über Archenfälle sowie ein einstündiges Gameplay gibt es auf nerdster.de und eure Meinungen zum Spiel sowie zum Video werden in den Kommentaren natürlich sehnlichst erwartet. Ich hoffe, wir sehen uns in der Bay Area. Ich dachte, ihr wüsstet alle, dass man niemals zurücksehen soll. Blödsinn. Ich sehe ja immerhin. Aus welchem Grund jagt man sonst etwas in die Luft? Verschwinden wir von hier. Es gibt noch viel zu tun.